Hallo, herzlich willkommen. Der macht. Schön, dass ihr dabei seid. Das freut mich sehr. Ja, ich wollte wieder grillen draußen, aber leider regnet es draußen wieder wie verrückt. Also mache ich heute grillen in meinem Gasgrill. Habt ihr gesehen, was ich für Zutaten habe? Vielleicht habt ihr hier mal schon gedacht, was ich mache. Ich habe hier Uso und griechische Olivenöl. Also es gibt heute Bifteki mit Grillgemüse. Ja, und wie ich mir Bifteki mache. Ah, fehlt noch was. Ah, was fehlt noch? Es fehlt Backpapier. So, wofür ich Backpapier für mein Video brauche, siehst du dann, wenn du dran bleibst. Jetzt werde ich mein Fleisch jetzt marinieren. Dafür brauche ich nicht so viel etwas von meinem Chili. Ich habe schon gestern den Koch halbe Chili verbraucht. Ich glaube, halbe Chili wird zu viel sein. So ein kleines Stückchen Chili kommt da rein. Es reicht. Man soll auch nicht zu scharf machen. Man kann immer noch nachschärfen. Wenn die Schärfe wegkriegen, kann man auch mit Honig und so, aber so ein Viertel Chili oder noch weniger als Viertel Chili reicht. So, etwas Chili für die Schärfe. Jetzt kommt noch Knoblauch. Ich nehme ungefähr so 5, 6, 10 Knoblauch. Die werde ich, glaube ich, pressen. Die 10, die presse ich. Die Knoblauchzehen. Griechisch essen braucht immer viel Knoblauch. So, der Rest noch, das kommt nachher in die Soße rein. Dann brauche ich noch Petersilie. Die habe ich schon vorgeschnitten. Kommt ungefähr. Ja, das sind 2 bis 3 Esslöffel Petersilie kommen da rein. Ich habe das vorgeschnitten, tiefgefroren, damit das Fleisch schön kalt bleibt zum Rühren. Petersilie habe ich. So, Salz. Ich habe hier 2 Kilo, ziemlich genau 2 Kilo, oder 2 Kilo und 22 Gramm Hackfleisch, frisch gewolft. Und da kommen auf 1 Kilo kommt 1 Teelöffel Salz. Also kommen ja 2 Teelöffel Salz drauf. Dann kommt noch auch etwas von meiner roten Paprika. Auch 2 Teelöffel rote Paprika. Alle Mengenangaben, alle Zutaten findest du unten in der Infobox. So, und griechisches Essen ohne Oregano geht nicht. Und kommen noch 2 Teelöffel Oregano. Etwas von griechischem Olivenöl. Und wo ich letztes Mal in Griechenland Urlaub war, waren wir in einem Hotel, war ein Familienhotel mit 8 bis 10 Zimmern. Und da hat 3 Generationen, der Oma hat gekocht und die hat gesagt, keine Bifteki, kein griechisches Essen ohne Uso. Also kommt ein kleiner Schuss von guten Uso 12 rein. Fürs Geschmack. Ja, jetzt wird das alles vermengt und dann kommen wir schon meine Bifteki formen. In der Zeit, wo ich jetzt vermenge oder forme, läuft mein Grill. Gemüse wird schon gegrillt. Dazu gibt es nur Grillgemüse. Ach, guck mal, wie schön das aussieht. Aus eigener Ernte. Runde Zucchini, normale Zucchini, gelbe Zucchini. Ja, die grillen. Zweite kommen dann dazu Paprika und Zwiebeln und Champignons und Tomaten. Wird alles gegrillt. Aber erstmal machen wir unsere Bifteki weiter. So, Fleisch rennt. Mal gucken, ob das auch genug gewürzt ist. Das ist geil. Ja, wunderbar. Gut gewürzt. Jetzt lasse ich das Fleisch erstmal ja, ungefähr ein Stündchen, halbe Stunde bis Stunde ruhen, wenn die Zeit und ganze Gemüse angebraten ist. Dann werde ich die Bifteki schön formen, mit Schafskäse füllen und direkt in mein Grill rein. Und wenn du immer noch wissen willst, wofür ich Backpapier brauche, dann bleib weiter dran. Halbe Stunde ist um, für euch mal einen kurzen Augenblick. Meine Gemüse grillt, sieht schon ganz lecker aus, schon fertig gegrillt Gemüse, wenn wir warm halten. Heute mache ich jetzt auch mein Dieteros drauf hier, also so ein Netz, probieren wir das, weil ich habe Angst, dass meine Bifteke dran kleben, weil ich mache die heute etwas besonders mit Backpapier. Und zwar, jetzt mache ich das. Ich werde die etwas größer machen. Aber ganz flach. Jetzt ist das wunderbar dünn, ungefähr 1/2 cm dick. So dünn sieht man vielleicht aus.
Ja. Jetzt kommt Schafskäse drauf. Gucken, ob ich das jetzt schön zukriege, dass es kein Schafskäse austritt. Und dann kommt das schon auf den Grill drauf. Etwas reindrücken Schafskäse, damit das schön mit Fleisch verbindet. Heißt Schafskäse, ist aber normal Kuhkäse, Weichkäse. Ja, jetzt einmal zuklappen, mit der Hoffnung, dass das auch alles schön zugeht und kein Käse austritt. Mal umdrehen, gucken, wie die Seite aussieht. Ja, ein Stückchen ausgedrückt, das ist aber nicht schlimm. Gucken, wie schön das aussieht. Ah, schöne Pizza Calzone, griechische Art. Ah, das ist schöne Bifteke, gefüllte Hack mit Schafskäse. Jetzt mache ich noch eins davon und dann geht das schon in meinen Grill, wird gegrillt. Wir sehen uns später am Grill. So, restliche Gemüse ist jetzt fertig. Mal rausnehmen, oben warm halten. Paprika, Zucchini, Zwiebel, Champignons. Die lassen wir oben warm halten. Die Zwiebel müssen wir ein bisschen warten. Ja, und jetzt kommen schon die Bifteke auf meine Grillmatte drauf. Habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr damit gegrillt. So, mal gucken, wie ich das hier drauf lege. Einmal so. Heiß. Das zweite, die ich gemacht habe. Und da drauf. Ja, das war's jetzt. Ich weiß nicht, wie lange ich dafür brauche. Aber sieht schon mal ganz gut aus. Oben den gucken, wie das von unten aussieht. Fett läuft schon aus. Na. Gucken, wie lecker das Kuchen ist. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen, wie das aussieht? Wow. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Und, ah, hier braucht ein bisschen die Mitte, jetzt ist wenig Flamme. Gucken wir den Außen den. Der braucht auch noch ein bisschen. Also, dann lasse weiter schön gut. Aber gucken, wie lecker die aussehen. Machen wir ein bisschen Hitze reduzieren und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das soweit fertig ist. Habt ihr gesehen, was da in der Pracht ist? Guck mal hier hin. Guck mal, was hier ist. Oh, mein Bifteck, das riecht so lecker. Das ganze Gemüse dazu, frisch gemachte Tzatziki. Jetzt will ich es mal aufschneiden. Guck mal, wie das von innen aussieht. Guck mal, wie das aussieht. Ist das nicht geil? Boah, das muss ich jetzt probieren. Probieren, aber bevor ich probiere, was darf ein Grieche nie fehlen? Es darf nie ein Uso fehlen. Na, machen wir schon erstmal ein Uso. Was Appetit, der Neger? Was sag ich? Yamas Kyrios. Ah, immer wieder lecker. So, probieren wir mal, wie das schmeckt. Also riecht schon sehr gut, sieht das sehr gut aus. Nochmal, guck mal hier. Etwas Tzatziki drauf. Boah. Mmh. Diese Kräuter, Schafskäse, schön zu laufen, frische Kräuter, natürlich Zwiebel, frische Zwiebel, das schmeckt so richtig lecker. Wie gesagt, das ist genauso gut wie bei Maria damals in Griechenland auf Peloponnes. Schmeckt sehr gut, ich würde mich freuen, wenn ihr das nachkocht, wenn ihr vielleicht kommentiert, Bilder reinstellt, vielleicht kann mir ein Grieche sagen, ob das falsch oder richtig war. Ich würde mich über jeden Feedback, ob positiv, negativ, sehr, sehr freuen. Ansonsten, was kann ich sagen? Wollt ihr mich loben? Macht Daumen nach oben. Wollt ihr mich wiedersehen? Haut unter die Glocke. Ansonsten passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und schaut sie mir an, wenn es heißt, der Gerd macht's.